Hallo Leute und willkommen zurück zu wunderbarem Shogun Total War 2. So, wir werden jetzt hier unseren, Vasallen werden wir nicht töten. ich muss sagen, ich hoffe irgendwie... Ich bete für ihn tatsächlich irgendwie. Ich möchte, dass er halt echt das hinkriegt, da noch irgendwas zu reißen. So, kann ich irgendwas machen, damit er was macht? Kann ich irgendwas befehlen? Geht das überhaupt? Warte mal, wenn ich Diplomatie mache, geht das vielleicht? Aber das ist nicht Diplomatie, ich Idiot. Das ist Diplomatie. Wo ist denn mein kleiner Freund? Der kleine Boy mit diesem komischen... Zwei Blättern im Kreis. Ja, okay, drei Blättern, das tut mir leid. Drei. Drei Blätter im Kreis. Da. Hallo, Yamanuchi. So, Verhandlungen aufnehmen. Kannst du hier... Manchmal begegnen sich Reisende und profitieren davon. Kriegsbeitritt erbitten. Was sich aus unserer Begegnung ergibt? Ach, ist der vielleicht gleich mit dem Krieg? Nee, komm, dann warte ich mal kurz. Dann, kann ich vielleicht noch mit den militärischen Dingens machen und so? Dann kann ich dann gleich rüber rennen, über deren Festung. Also nicht alle wegkillen, ich meine halt, ne, weiß schon. Dass ich dann hier schnell rüberkomme, weil der hier halt sonst im Weg ist einfach. Alter Schwede. So. Okay. Ja gut, dann war es das, glaube ich, jetzt von der Runde, ne? Ich muss halt gucken, dass ich das hier noch einnehme und dann... Das Wichtigste ist einfach jetzt, dass wir einfach dafür sorgen, dass unser Vasall dann auch überlebt. Denn der Typ hat eine geile Armee und der kann hier noch easy raiden, ey. Boah, ich würde es so geil finden, der jetzt hier noch alles aufräumt. Das wäre cool. Ich glaube, mit meiner Hilfe können wir das sogar hinkriegen. Ich muss irgendeine Armee haben, die ich dann dahin schicken kann. Ja. Alter, sind das viele, ey. Oh, du Scheiße. Ah, die Musik ist aber schön, ja. Ja, das ist mir egal, dass der von meinem Vasallen entdeckt wurde, Mann. Ich meine, das ist halt mein Vasall, ne? Okay. Hier muss die Grenzfeste auf jeden Fall größer gemacht werden. Denn auch wenn der Typ mit mir im Frieden ist, glaube ich, traue ich dem nicht. Okay, gehen wir mal zu Takeda. Neutral. Verhandlungen aufnehmen. Ich werde zuhören, wie es sich geziemt. Was meine Antwort betrifft. Militärischer Zugang. Boah. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also, ob ich meine, lohnt schon, aber ich meine, ob er das annimmt halt. Oh. Ja, unbestimmt, Alter. Er ist mir neutral. Bin ich jetzt vielleicht zu aggressiv gerade mit der Dingens? Dann mache ich vielleicht... Verbündete könnten... Bündnis vielleicht? Drohen? Nee, das mache ich auf jeden Fall nicht. Vorschlag übermitteln. Einmalige Tribut. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Nee, ich glaube, da kann man nicht überein, mein Freund. Ich bin geldgeil. Ich bin viel zu, ne? Ich meine, ich muss halt meinen Tempel bauen und deswegen brauche ich Kohle. Deswegen kann ich das nicht machen. Aber das ist ein Nein. Oh, wow. Oh, wow. Wo geht denn der jetzt hin? Was hast du da mit der Armee, mein Freund? Schick die weg, sonst raste ich aus. Achso, ich hab da auch eine Armee, ne? Ja, komm, trotzdem. Das ist ein bisschen gemein. Denn deine Armee ist bestimmt besser als meine. Ich hab mich immer noch Lappeneinheiten, Yari und so ein Kram. Nicht gut. Das ist sehr entspannt, wenn nichts passiert. Oh, da war gerade was. Mission erteilt! Der Kapitän Einheit in der folgenden Provinz Ishugu für verbleibende Jahreszeiten. Was muss ich denn machen? Mein Lord, wir sind im Krieg, doch unsere Heimatprovinz ist kaum verteidigt. Zum Wohle des Staates muss ich darauf bestehen, dass wir unseren Heimatprovinz verstärkt haben. Provinz Ishugu verbleibende... Lord, ernsthaft? Verbleibende Jahreszeiten.
Na gut, dann mache ich das einfach ganz easy. Ich klatsche jetzt den hier auf hoch, dann dauert das vier Jahreszeiten und dann. Na, wisst schon. Nee, einen Bogen-Dojo brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich einen Katana-Schwertschule jetzt. Wo ich kann ja schon mal eigentlich auch jetzt hier noch eine. Hallo? Obwohl, nee, soll ich jetzt eine Jahre. Ich. Nee, ich glaube, ich glaube, ich klatsche den Katana-Schule hinkommen. Ich meine, ich kann mit den Menschen dann auch selber schon so welche Teile machen. Die hier. Und die haben auch echt gute Stats, abgesehen davon, dass sie nicht so gute Bogenresistenz haben, aber halt trotzdem sind ganz gut. Okay. Dann schicke ich mal mein Schiff hier zurück. Dann geht's hier noch mal eins. Obwohl, ne, brauche ich. Ich brauche nur ein Schiff, um das sauber zu setzen, ne? Das müsste eigentlich, ja, es geht in one go. Kam ja auch gerade zurück. Aber ich kann ja einfach mal, damit ich das hier schaffe, kann ich ja mal. Ja, so, das machen. Da rein tue ich, warum ist das eigentlich umgesetzt? Ich meine, ich habe doch die ganzen Einheiten, die ich ja sowieso habe, wegen Verteidigung. Was müssen da ich beim nächsten Mal? Oh, Onabushi, die sind geil. Die sind echt stark. Die sind sogar stärker als Samurai-Gefolge. Zweimal Samurai-Gefolge ist auch geil. Ah, ich mag diese Mod. Ich möchte endlich mal verteidigen, ey. Fällt mir gerade auf. What the fuck? Ich habe noch nie verteidigt. Why? Warum? Warte, ich habe mit dem ja gerade eh nichts mehr, ne? Nur kann ich den klatschen und dann hier einnehmen, weil dann habe ich erstens ein besseres Verhältnis mit dem, weil ich dann näher dran bin. Ja, gut, das ist ganz gut. Mit dem bin ich im Frieden. Ja, das soll das so bleiben. Aber der hat ein schlechtes Dingens mit mir. Das muss ich ihm mal testen. Warum hast du, bist du mir nicht gut gesinnt, mein Freund? Doch, der ist freundlich. Ich irgendwas machen. Zum Vasallen Willkommen. machen. Kann ich den zum Vasallen Nehmt machen? Platz und erzählt, was euch zu mir führt. Leider müssen wir das Angebot, hinter euren Kriegern Schutz zu suchen, ablehnen. Wir haben unsere eigenen Waffen. Ach komm schon, Knuffel. Kann ich ein Bündnis Ihr anbieten, seid Mann? stets willkommen und werdet immer Gehör für eure Den Handelspartner. Okay, er hat keinen negativen Kram hier irgendwo. Alter, ich habe extrem viel Scheiße hier. Vasallen, Heimverbündeter. Komm, werde mein Verbündeter. Ich weiß, du willst es. So ist das Abkommen getroffen. Ausgezeichnet. Zum Entsetzen unserer Feinde marschieren wir nun in Freundschaft. Das hast du schön gesagt. Mann, wäre ich emotional. Ja, finde ich geil. Dann kam mir der Wichser nicht backstabben. Ich meine, was? Habe ich nicht gesagt. Das war ich nicht, das war mit. Habt ihr missverstanden? Okay, der Typ ist hier. Okay. Das heißt, der ist hier nicht mehr gebraucht. Der kann jetzt zum Hauptarmee gehen. Gut. Die ist jetzt auch ein bisschen geschützter, ne? Aber die ist immer noch schlechter als Dingens. So, ich möchte hier nicht die Zeit zu viel mit einem ständigen Blabla verschwenden, indem ich hier die ganze Zeit überlege, was ich machen will, denn irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe und das gefällt mir nicht. Bad feeling, I mean. This is what I want to say. Entschuldigung für mein schlechtes Englisch. Betrachtet mein Angebot nicht nur Ach oberflächlich, Mensch. betrachtet das Gesamtbild. Was für eine tolle Sache, dass ich ihm nicht $400 in die Fresse gestopft habe. Jetzt kommt er nämlich von alleine ohne irgendwas. Das ist doch schon mal gut zu wissen, möchte ich meinen. Hat er irgendjemanden Negatives, der Feinde? Ja, die beiden, die habe ich auch als Feind, also deswegen ist kein Problem. Militärisches Bündnis, was heißt denn das nochmal genau? Zugang ist ja militärisches Bündnis heißt, dass der kann über meine Base auch rübergehen, ne, wahrscheinlich. Ja, komm, das willst ja, was ich wollte, ne? Ein guter Schluss unseres Gesprächs. Diplomatie kann und hat viel erreicht. Ja, mein Freund. Wenn du mich backsteppst, bringe ich dich um. Ich meine, vom Ehrenmann zum Ehrenmann. Bitte sei freundlich, danke. So, gute Beziehung haben wir hier auf jeden Fall schon mal Start, würde ich mal meinen. Ich habe Ost-Hidda, er hat Hidda, das ist schon mal unsere Grenze und wir sind auch durch den Fluss getrennt. Ich meine, das ist doch schon mal. Ja, das ist eine gute Grenze, würde ich mal meinen. Eigentlich wollte ich ja militärischer Zugang, aber militärisches Bündnis ist, glaube ich, auch ganz okay. Bis jetzt, also.
Ich weiß ja nicht, wenn er dann hier 1000, wenn er jetzt hier richtig viel Krieg anfängt mit allen möglichen Spacken, weiß ich auch nicht, ob ich das zwingend machen möchte weiter. Honjo! Der kann doch mal hier Honjo angreifen, oder nicht, der Junge? Wo sind deren Krams? Das sieht man wegen der Mod wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil die Mod nicht so weit ist, dass man das sogar so sieht. Vielleicht gar ganz gut, dass das versteckt ist. Das überrascht. Dann vielleicht auch, wenn da plötzlich eine Festung steht, meine Güte. So, was hat denn der Junge hier immer noch? Nichts, was er mir zeigen will. Okay, ich hab schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Ist okay. Dass ich ja eh so viel Handel habe, ne? Nee, nee, komm, ich möchte eh eine Armee gleich aufbauen von Menschen, deswegen brauche ich die Kohle gerade, glaube ich auch. Verbündet ist der jetzt auch, das ist schon mal schön. Dann kann ich mit dem Kollegen hier jetzt weg. Kann ich hier noch irgendwas hinbauen zum Verstärken vielleicht? Die können bestimmt einen Tempel hinballern, ja. Gut, dann gehst du erstmal nach da. Und das ist minus 1, aber damit Festung ist ja bald fertig beim nächsten Ründchen, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Und außerdem kommt noch das Tempel dazu. Das ist alles super. Superb. Warum speichere ich so oft? Ja, weiß nicht. Das ist halt so. Was ist mit dem Kollegen hier? Der ist immer noch verbündet, ne? Ich glaube, ich werde da jetzt, ah ne, der ist verbündet mit mir. Ah, ich will ihm irgendwie nicht backstabben, weil das ist auch schlecht für meine Reputation, man. Ich möchte hier keinen schlechten Ruf haben, deswegen. Weil das kommt natürlich auch nicht schlecht an, weil ich meine, wir sind Ehrenmänner und Ehrenmänner, ich meine Ehre. Mein Timer hat Ehre und wenn ich halt Scheiße baue, dann verliere ich halt Ehre. Deswegen, ich will keine Ehre verlieren. Logischerweise. Denn sonst, umso weniger Ehre, umso weniger Loyalität haben meine Mates, weil meine Generale, weil Generäle, weil die halt denken, Junge, der hat keine Ehre, dem möchte ich nicht mehr dienen. Deswegen ist es halt so gut, dass wir so viel Ehre haben. Und das werden wir auch beibehalten. Apropos Ehre, wie viel hat mein Daimon jetzt gerade überhaupt? Kann ich das hier gucken oder muss ich da. Zu einem Daimon wahrscheinlich, ne? Ja. Wie viel Ehre hat der Junge? Wie viel Ehre hat der? 6. Ja, das ist schon mal ganz gut. So, ach, das sieht immer schick aus. Oh, das ist echt schön hier auch. Ja. Ach, dieses Weiß mit diesem rötlichen Dach, das gefällt mir vom Aussehen, der Junge. Scheiß. Echt schick. Kostet das Nahrung? Nee, aber es ist extrem gut für gewisse Sachen, wie zum Beispiel Buddhismus. Ja, das ist sehr gut. Ich liebe Buddhismus. Gib mir mehr Buddhismus. Das ist eine wunderbare Religion. Ich liebe ihn, mein Gott. Naja. Ich bin nicht gottesfürchtig. Ich liebe meinen Gott, ja. Ich liebe ihn so sehr, dass es schon fast krank ist. Nein, okay, das geht so gut. Nein, ich bin auf jeden Fall ein Fan von dem. Ich meine, Christentum und dann anderen. Glauben, den man hier in dem Spiel haben kann, sind halt anders und einfach scheiße. Allein diesen Stress, den du hast, um das halt wieder zu umzukehren, ist einfach nur. Einfach nur ätzend, ja. Ich brauche ja mehr Leute hier noch. Was ist mit meiner Mission nochmal? Ziele. Nee, nicht Ziele. Ich will doch irgendwo eine. Ich will doch irgendwo eine Mission, oder nicht? Hallo? Da sieht man doch. Ach, gar keine Mission. Habe ich schon erfüllt, oder? Ja gut. So, wann kann ich denn meine Höfe auf 6. Okay, 6 Runden noch. Dann kann ich die hochballern. Das ist schon mal gut. Ich höre das noch 2 Tage. Alles klar. Ja, gerade passierte gar nicht wirklich viel, ne? Auch gesehen davon, dass Hojo gerade irgendwie seinen. Irgendwie da jemand weggefickt hat, aber ich weiß gar nicht, wer das war. Ist mir auch egal. Solange er meinen Vasallen in Ruhe lässt, ist das mir relativ egal.
der hat ja auch einen Vasallen, ne? Der Vasall, wo will denn der jetzt hin? Seid ehrlich und ich werde euch Aufmerksamkeit schenken. Takanashi ist sein Feind. Handelspartner ist bei mir. Oh. I have a bad feeling about this. Mal die Armee von dem ist doch bestimmt hier. Kann sein, dass er gleich angreifen wird. Ich lass mal erstmal so kommen. Ich gehe mal weiter hier. Aber weil ich dem nicht glaube und da Bogenschützen gut im Verteidigen sind, hau ich hier mal sowas raus. Denn erstens sind die billig und zweitens Bogenschützen und die dann zum Stellung halten, das ist dann trotzdem ganz gut beim Verteidigen, deswegen. Außerdem bin ich irgendwie schon scharf drauf, mal wieder irgendwas zu verteidigen, denn ich möchte endlich wissen, wie das aussieht hier in diesem Game. Mit der Mod, die ich habe. Okay, noch ein Ründchen und dann haben wir's. Kann ich hier irgendjemanden killen? Anteil ausführen. Wer ist das hier? General? Soll ich mal versuchen? Ich meine, ich kann ja nur verlieren, das ist alles. Schlimmsten Fall stirbt er halt, ne? Nein, er stirbt nicht, kaum er überlebt. Oh, ja! Ist hier irgendjemand? Ist das ein Ernst? What? Okay. Er wurde einfach nicht entdeckt. Was war das denn? Why? Er hat es jedoch geschafft, dem Feind zu seinem sicheren Tod zu entkommen. Junge, er ist einfach aus dem scheiß Fenster gesprungen. Vom Balkon, Alter. Was war das denn? Er so, hä? Bögen. Hui! er hat einen Abgang gemacht. Ach, Mann, ist das scheiße. Junge, du bist ja kacke, ey. Aber er hat wohl nicht getötet. Ja, vielleicht klappt's beim nächsten Mal, Kleiner. Alles gut. Musste ich nicht schämen. War trotzdem witzig. Oh, das war echt schön, muss ich sagen. Oh, was ist hier denn los? Der macht eine zweite Armee. Okay, mir gefällt das langsam nicht. Ohne Scheiß. Ich meine, ich habe eh kein gutes Verhältnis mit dem. Ich habe das Gefühl, dass er mich backstabbt, aber... Naja. Ich kann das Verbündnis mit ihm brechen. Irgendwann vielleicht. Gut. Beendet Bündnis mit Verteidiger. Sich den Yamanuchi anschließen. Nee, das ist Quatsch. Yamanuchi ist hier, wenn die beide den jetzt Krieg angeschlossen haben. Das wäre Selbstmord für mich, wenn ich das machen würde. Denn... Man sieht ja schon, er hat eine ganz schöne Macht da am Start, also... Alter. Da krieg ich halt aufs Maul dann übelst. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen. Obwohl, ich muss überlegen. Vielleicht muss ich den sogar noch irgendwann mal killen, den Taki da. Denn er hat mich, glaube ich, Provinzen, die ich brauche. Hm.
Jetzt kann ich Kriegermönche erstellen, ne? Rekrutieren. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Ah! Ach komm, ey! Dafür brauche ich doch sowas! Ich dachte, ich kann dann nicht. Hätte ich vorher nachdenken müssen drüber, ne? Ja, scheiß drauf, Punktschießplatz, zwei Runden, ach, gar kein Problem. Mann, 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 das da hätte ich mir aber vorher schon irgendwie denken müssen, fuck, nee, der braucht ja Bogen, ne? Ich müsste das auch so machen. Aber ist jetzt egal, scheiß drauf. Dann geht das halt so. So. Jetzt weiß ich aber. Bogendojo. Minus 30% auf die Knüllskost von Schiffen. Könnte in der Zukunft wahrscheinlich sehr praktisch sein, tatsächlich. Weiß aber nicht, ob es nur für die Provinz geht, aber eigentlich stand da ja von Schiffen, also ich meine davon aus, dass es nicht nur die Provinz ist. Okay, scheiße, guck lieber nach. Die Rekrutierungskosten von Schiffen? Nee, da steht nichts von wegen blab und blub. Scheint ja irgendwie sowas schon zu sein. Alles klar! Oh. Wir sollten Angelegenheiten gemeinsamen Interesses besprechen, sodass alle davon profitieren. Warte mal. Ich soll im Krieg beitreten gegen einen von den beiden, wie es scheint. Was irgendwie keinen Sinn macht. Nee, das muss irgendjemand anders sein. Oh nee, Shiba. Ach so, er will mir beitreten. Ah. Bündnis brechen. Und ich soll ihm auch noch Geld bezahlen dafür. Ich bin einfach. Dies ist eine traurige Wende der Ereignisse. Wir Takeda haben für Fehlschläge nichts übrig. Na, pass mal auf, dass du kein Fehlschlag für mich selbst wirst, Mann. Das ist alles sehr unstabil hier. Ich glaube, das Klügste, was ich machen kann, ist auf der Seite von den oben rechts sein, von Kamanakayam. Ich kann es nicht aussprechen. Von dem Typen rechts auf jeden Fall. Denn. Ja. Ich meine, wenn Take da zu krass wird, dann habe ich da halt eh auch ein Problem. Deswegen wäre es gut, wenn ich dem einfach zur Seite stehe. Aber erstmal muss ich das hier mal regeln. Ein Mann wurde dabei entdeckt, wie er seinen christlichen Glauben offen in seiner Provinz predigte. Ein Spark der Kirche wäre uns großes Übel. Sollte seinen Lehren. Alter, bring ihn um! Verpiss dich! Weg mit deinem scheiß Christentum! Ich bin zwar konfirmiert, aber. Hey, fick dich! Geh weg! Ruf seinen Buddhismus, Mann! Geh weg! Noob, was kannst du eigentlich? Niemand will dich. Das ist einfach so. Mann, Mann, Mann. Ja, ich mag es in diesem Spiel gar nicht. Ey, weg. Okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Aber ich glaube, ich habe sie schon längst getroffen.
Ja, ihr habt gleich schon. Wollt ihr es erraten? Ihr könnt es auch gerne erraten, was ich vorhab. In dem, was ich gerade gesagt habe. Dann werdet ihr es einfach sehen. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wenn ich gleich aufhöre zu spielen. Beim nächsten Mal weitermache. Ach, bestimmt nicht. Ach, quatsch ich doch nicht. Jetzt vielleicht ist es sogar noch sehr viel einfacher zu checken, was ich vorhab. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Da kann ich gleich die da. Ja, okay. Ich rede einfach gar nicht mehr. Ist okay. Ich muss das mal wegbauen. Ich brauche irgendwas zum Bauen. Ich möchte mich gleich. Ja, auch Cantanadu 2. Ich brauche noch irgendwas im Nahkampf. Und diese Speertypen Yaris, die sind einfach nicht gut. Also die Anfangshalle, die Yari-Samurai vielleicht schon. Aber. Naja, ich bin ja Fan von Samurai, weil die mehr Panzerung und so haben, glaube ich. Na, ich müsste die eigentlich gleich mal vergleichen, vielleicht, wenn ich einen habe. Einen Katana Boy. Trotzdem. Alter, mein Samurai. Mein Vasall ist da halt. Ach, der ist immer so. Ach, scheiße. Warte, wo kommt denn. Oh, what the fuck, der ist ja fast bis da ganz unten. Jo, moin. Was macht er, ja? Nichts Besonderes. Okay. Ich bin nie sehr oft im Wasserpräsenz, muss ich sagen, denn. Ach, aber ich sollte eigentlich schon sein. Weil Wasserpräsenz ist irgendwann sehr wichtig am Ende, besonders wenn die dann da alle auf den Sack gehen und was schon. So, ich baue jetzt. Ne, Schwertschule brauche ich noch gar nicht. Kann ich mich gar nicht bauen. Aber es war schon mal, ne, wisst schon. Damit ich es habe, weil ich brauche ja nur das machen, das dauert 2 Tage, also 4 Runden noch. Das ist gar kein Problem. Oh! Junge, läufst du nicht langsam voll? Willst du nicht irgendjemanden angreifen, Junge? Soll ich mit Honjo Krieg anfangen, damit den Wichser mal wegfickt oder so? Ich weiß es nicht! Egal, wenn ich jetzt Kommentare lese oder nicht, ich meine. Ich werde das halt eher später machen, weil ich das halt hier im Stück aufnehme gerade, deswegen. Ich sollte da nicht reingehen. Ich kann ja eigentlich. Warte mal, wo ist denn mein Samurai Boy? Ach ja, da ist er. Der wunderbare Mann, der so mega verkackt hat gerade. Ja. Das war witzig. Okay, das. Der ist immer noch verbündet. Weil ich mir. Mir wird sein Scheiß nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich, weil. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Kann ich ihn denn. Kann ich hier rübergehen? Kann ich ihn fragen, von wegen, yo, können wir militärischer Zugang oder so? Hast du was dagegen, Boy? Oder bist du da. Oh, der ist unfreundlich, genau, das ist das Problem. Ich werde euch Gehör schenken, aber ich hoffe, es lohnt sich. Steht denn hier militärischer Zugang, Mann? Kann ich da einfach schon drauf? Verbündet? Ja, dann gehe ich ja mal vorbei, Boy, ne? Lass dich nicht stören. Lass mich in Ruhe, bitte. Das ist mein Daimon, das ist irgendwie voll dumm. Ich sollte mal ein paar Leute nachschicken. Ja, mein Freund, du kriegst gleich geilen Scheiß. Oh, die sind sogar echt ein Stückchen teurer. So, da kann man mal gucken. Die haben mehr Nachladen, mehr Präzision. Also im Fall, also
Die sind halt besser als die normalen Bogenschützen, nehmen auch mehr Moral, die haben mehr Nahkampf. Das Einzige, wo sie schlechter sind, halt im Nahkampf. Aber das auch nicht wirklich viel tatsächlich. Die haben sogar mehr Angriffsbonus. Die haben aber mehr. Ja, die haben weniger Rüstung. Also die sind auf jeden Fall besser, deswegen kosten die logischerweise auch mehr. Was? Ach Quatsch, das ist nicht der Grund. Ja, doch. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das eine scheiß Idee war. Ach, scheiß drauf, komm jetzt. Auf jeden Fall war es das dann erstmal von dieser Runde. Wunderbar, prächtig. Und dann werden wir mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Ich bin gespannt und ich hoffe, der Typ greift mich jetzt nicht an. Ich habe da bei dem. Der ist nämlich unfreundlich gerade schon. Ich habe Waffen zu polieren. Beeilt euch, damit ich heute noch etwas Nützliches Zahlung tun kann. anbieten. Mein Freund, wie wär's mit einem wunderprächtigen Betrag von 200 Gold, ne? Kann ich mit einem. Wunderbar. Wiederholt bezahlt! Ha, fuck off, als ob. 200 Gold. Würde dich das umstimmen, mich ein bisschen mehr zu mögen? Eure Angebot: einmal Attribut. Ja, ich hoffe, ich kann mich ein bisschen einschleimen bei dem, damit er ein bisschen freundlich ist. Ich weiß, ich schicke ihn irgendwann eh weg, aber. Das weiß er ja nicht. Ach, von wegen Ehre, ey, mein Daimo ist so ein hinterlicher Wichser. Nee, okay. Das ist ja alles Politik, Mann. Wir müssen ja ein bisschen. Ich meine, man kann ja nicht jedem einfach blind vertrauen. Das ist ja Quatsch. So. So, und jetzt zum Abschluss, bevor die Runde hier endet. Willst du nochmal einen Antat machen? Ich hab eine Lampe. Du, steh ab, Junge. Scheiße. Niemand gesehen. Hey, du wirst jetzt sterben. Vielleicht. Wenn ich es nicht verkacke und jetzt vom Baum fall. Bitte was, er konnte ihn nicht töten, er hat ihm die Kehle durchgeschlitzt. Willst du mich verarschen? Trotzdem besser als vorher. Warum muss ich ja wohl kaum erklären. Ne? So, auf jeden Fall war es das jetzt dann. Auf jeden Fall mit diesem wunderbaren Video. Auf jeden Fall sage ich sehr oft auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist das ja nicht schlimm, weil ich meine, auf jeden Fall ist das verständlich. Ich meine, ich bin auf jeden Fall ein sehr. Ne? Ich höre jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.